Was für eine Woche haben wir hinter uns. Keiner hätte es geglaubt. 17. Februar, 19. Februar, da waren wir noch da oben, da war die Welt noch in Ordnung und danach ging das dramatisch nach unten nach dem Wochenende. Wir sehen das hier im DAX, im Index beispielsweise und aktuell steht er bei 11.333. Noch läuft der Markt, in der Tiefe hatten wir heute schon 11.730. Also ein Tief, das eigentlich für die Bären keine Wünsche offen lässt, kann man sagen. Wir sehen aber auch, dass die Bewegung, die wir hier insgesamt haben, damit nun wirklich nicht mehr schön zu reden ist als irgendwas Bullisches. Das hier hat alles kaputt gemacht. Und dabei geht es mir gar nicht so sehr ums Ausmaß. Ich habe das immer wieder jetzt gehört, so von wegen, ja, dieses Ausmaß, das ist so brutal. Und dass viele sitzen, das kann ich mir vorstellen, jetzt vor ihren Rechnern und sagen, um Himmels Willen, ich muss doch irgendwas tun. Das ist doch die Bewegung meines Lebens. Da, sowas gibt es nicht wieder. Das sind so einmalige Gelegenheiten und sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Wir schreiben gerade Geschichte. Nein, tun wir nicht. Wir kopieren gerade Geschichte, wenn es dann überhaupt hochkommt. Und selbst das ist schon fast nicht mehr besonders. Ich mache mal hier ganz grob als Vergleich mal auf das, was wir hier in der Vergangenheit hatten. Das ist das, was wir bisher hatten. Da sind wir bis hier gerade mal so um die 15% runter. Ich messe es nochmal nach, dass man es ein bisschen mit nachvollziehen kann. 15% in der Spitze haben wir hier gesehen. Das ist alles, was wir bisher hatten. Wenn ich das mal gucke, das hatten wir hier, das hatten wir 2011. Ja, da war Finanzkrise. Das hatten wir hier in 2015 bzw. 16 hier diese Bewegung. Also solche Bewegungen, diesen Ausmaß und diese Bewegung hier, nochmal zur Erinnerung, das waren 35%. Das ist mehr als doppelt so viel als das, was wir bisher gesehen haben. Und auch hier waren das 30%, wenn man diese gesamte Bewegung mitnimmt. Also es ist nun wahrlich nicht so, auch wenn das manch einem, der noch relativ neu dabei ist, vorkommen mag im Sinne von, um Himmels Willen, das gibt es ja gar nicht. Doch, doch. Das Schöne ist, es ist was ganz Normales. Und wir haben gesehen, zu was das alles im Nachgang führen kann. Also, es ist ja nicht gesagt, dass nachher die Welt dann wirklich zusammenbricht und für immer da niederliegt. Wir können nicht schon ans Kaufen denken. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich jetzt der Fall sein muss. Denn wenn ich das hier nochmal in den Vergleich ziehe, der Klassiker so einer Bewegung, insbesondere wenn der dreiwellig runtergeht, dreiwellig hoch und dann relativ stark nach unten, das ist so ein ganz klassisches, typisches Bild an der Börse. Ich habe das hier mal gemalt. Charttechniker wissen, das ist eine Flat-Bewegung, eine typische Korrekturbewegung. Fast, na sagen wir mal, 40-50% aller Korrekturen sehen so aus. So ganz grob gesprochen jetzt. Ja? Und müssen wir jetzt nicht auf eine Dezimalstelle genau festlegen, aber sowas kommt extrem häufig vor. Warum jetzt nicht? Und wenn das der Fall ist, dann wären auch ein Rücksetzer, wenn das ähnlichen Ausmaßes annimmt wie hier, ähnlichen Ausmaßes annimmt wie hier, ja, dann sind wir ruckzuck bei 10.000, wären es nur minus 25%. Damit würden wir diese Stelle nochmal anpingen. Sehr häufig wird aber das letzte größere Zwischentief nochmal angepingt. Das wäre diese Marke, dann sind wir schon unter der 9.000, was dann auch wieder 35%, also ungefähr die gleiche Größenordnung, wie diese Rücksetzer angeht. Das heißt, alle sind jetzt im Panikmodus. Alle sagen, die Welt ist ganz anders und es ist alles so schlecht und so besonders. Nein, ist es nicht. Ja, es ist History does not copy, it rhymes, sagt man so schön. Es ist nicht immer exakt das Gleiche, aber es ist so ähnlich, dass man wirklich eigentlich sagen kann, hey, was wollt ihr denn? Es ist doch genauso, wie wir uns das normalerweise eben vorstellen. Und so sieht es aktuell ebenfalls aus. Dementsprechend bitte nicht in Panik verfallen. Weder, dass die Märkte jetzt für immer und ewig nach unten gehen. Das kann eine ganze Weile, es können viele Monate draus werden, das ist nicht gesagt. Kann sein, dass es auch ein bisschen schneller geht. Hier ging es ja auch sehr schnell nach unten und dann war auch die Erholungszeit relativ schnell. Aber auch nicht bitte die Logik daraus ziehen, ich muss jetzt unbedingt hier auf Teufel komm raus irgendwie was traden, ansonsten verpasse ich die Chance meines Lebens. Nein, wir hatten so viele Chancen auf dem Abwärts- und Aufwärtsarm dieses Marktes. Das sollte sich jetzt auch nicht anders ergeben. Ich spare mir jetzt den großen Kommentar zum amerikanischen Markt. Da sieht es natürlich nicht groß anders aus, Dow Jones. Mal ein Blick auf die Futures, S&P beispielsweise. Es sind alle relevanten Marken nach unten durchstoßen. Es ist für mich noch nicht mal alleine die Geschwindigkeit, sondern eben auch, dass solche Levels, damit sind wir in Kursüberschneidungen. Diese Korrektur überschneidet alle Korrekturen, die wir hier da vorne haben. Das heißt, wir sind auf jeden Fall fertig mit dieser Bewegung. Die sieht sehr dreiwellig sogar noch aus oder zumindest mal nicht wirklich mehr impulsiv fünfwellig. Und damit sind die Aufwärtsüberlegungen vorläufig vom Tisch. Das muss man einfach so sehen.
Ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Chancen für nach oben. Deshalb ist es wichtig, unabhängig davon, was ich glaube oder sage oder sonst irgendwie was, zu gucken, ob wir sowas bekommen. Ich halte das im Kleinen für realistisch, dass wir sowas bekommen, aber nicht im sehr großen Bild. Ja, also wenn wir so kleinere Bewegungen, das können wir machen, dann haben wir eine typische Schub runter, A, B, C hoch. Und dann werden wir sehen, ob der Markt unten triggert oder ob er nach irgendeiner Korrektur wieder oben triggert. Ja, also es ist, im Prinzip ist es das Gleiche, was wir immer machen. Ob das Ausmaß ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist, spielt dabei keine Rolle. Dabei können wir natürlich auch versuchen, im Kleinen solche Situationen zu finden. Aber bitte, bitte jetzt nicht in Panik geraten und dann zu sagen, ich habe auch irgendein Signal, was total doof aussieht. Ich mache das aber, weil ich will dabei sein. Es ist ganz normaler Alltag, den wir im Moment an den Börsen erleben, auch wenn das vielen jetzt nicht so vorkommt. Ich weiß das, ich kann es nur häufig genug wiederholen. Es ist nichts Besonderes. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen, theoretisch. Also im Prinzip gar nicht in Panik geraten, nicht aufregen, einfach weitermachen. Wichtig ist, ganz sauber, normal argumentieren. Haben wir klare Korrekturen, haben wir klare Schubrichtung, dann gibt es Ideen, wie man auf den Zwischenhochs dann gegebenenfalls, wenn es nach unten eben triggert, ja, aber nach unten triggern wäre dann hier unten drunter auch. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich will, das ist jetzt historisch, das ist jetzt nur zum Augentraining, wo man sagen kann, dann versuche ich das nächste Schubstück einfach mitzunehmen. Und das wird manchmal gelingen, das wird manchmal nicht gelingen, aber da die Bewegungen ja weitlaufend sind, wir sehen das ja, dass wir in welche Trendrichtung auch immer häufig sehr umfangreiche Bewegungen sehen, wird man immer wieder auch mal tolle Arme und tolle Bewegungen mitnehmen. Nicht vergessen, Trailing Stops implementieren. Wenn man dann bei einem mal mit dabei ist, dann hat man auch ein gutes Stück wieder verdient. Und bei den Kleinen, wo man dann immer wieder verliert, auch wenn dann vielleicht 2, 3, 4 Verluste sich anhäufen, die werden mit Sicherheit überkompensiert durch die weitlaufenden Bewegungen. So, das ist jetzt mal das Wort zum Freitag im Sinne, bitte alle beruhigen, nicht in Panik geraten. Im Gegenteil, es ist Business as usual. Im Gegenteil, wir können es aber auch dann verwenden, wie ganz normal. In dem Sinne drücke ich die Daumen, dass es ganz vielen von uns gelingt, hier auf der richtigen Seite des Marktes dabei zu sein. Nicht verrückt machen lassen, anstecken lassen auch nicht. Ich klinge ein bisschen eigenartig. Ich hoffe, es ist nicht Corona. Wenn wir uns nächste Woche nicht mehr hören, es war eine schöne Zeit. Ein schönes Wochenende wünsche ich aber trotzdem noch. Liebe Grüße.